Und falls Sie jetzt zu Hause schon die Schokolade ausgepackt haben, man kann auch die Gehirnleistung durch was ganz anderes anregen, nämlich durch Fakten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da kann man jetzt zum Beispiel mal über die Ursachen der Flucht nachdenken. Lass uns das doch mal machen. Machen wir jetzt diese Nummer? Ja. Okay, aber ich weiß, das ist eine Unterhaltungssendung, Christoph. Ne? Ich sage Ihnen gleich dazu, was er sagt, ist wichtig und richtig, aber wie er es sagt, ist... Herrgott, gucken Sie es an. Willst du das wirklich mit diesem Dia-Projektor da machen? Na klar. Diese, Kinder, weg den Opa, der kennt die Geräte noch. Ja? So. Siehst du, funktioniert. Warum fliehen die Menschen? Ja, von den Kriegen, die der Westen und die USA geführt haben, will ich da gar nicht anfangen. Kosovo, Afghanistan, Irak, Syrien, Sie wissen Bescheid. Ja. Wenn man wenigstens einmal aus der Geschichte lernen würde, ja, zum Beispiel, wenn man von einem dieser brutalen Diktatoren wegbombt, sich vorher zu überlegen, was danach kommt. Für die Menschen vor Ort kommt nämlich nach einem brutalen Diktator mit Mord, Totschlag und Unfreiheit ein Leben ohne brutalen Diktator mit Mord, Totschlag und Unfreiheit. Der Westen geht und statt Demokratie lässt er Waffen da. Ja, danke Christoph, jetzt machen wir weiter. Grund 2 für die Flucht, Ausbeutung der Dritten Welt. Lebensmittel aus Europa werden mit Subventionen so billig, dass sie in Afrika die heimischen Bauern in die absolute Armut treiben. Und statt Hilfe kommt Elektro- und Plastikschrott. Ja, da können sich dann die Ärmsten der Armen die Rosinen rauspicken. Die westliche Wirtschaftspolitik tarnt sich als Entwicklungshilfe und stampft riesige Palmölplantagen für Hautcremes, Seife und Nutella aus dem Boden, macht Menschen dort zu Lohnsklaven und sorgt für Nachhaltigkeit, nämlich nachhaltige Zerstörung der Böden. Christoph, jetzt ist die Stimmung am Boden. Wie soll man neben da rauskommen? Soll ich Witz erzählen oder was? Kommt ein Mann zum Arzt und sagt... Waffenlieferung. Deutschland ist viertgrößter Waffenexporteur der Welt. Moment. Der Gabriel, der hat gesagt, wir passen auf, dass wir nur Waffen in Länder liefern, wo man so mit dem gesunden Menschenverstand sagen würde, die sind nett, die machen nichts. Ja, natürlich. Traditionell liefern wir Waffen in so demokratische Kuschelstaaten wie Ägypten, Tunesien, Libyen, Türkei, Afghanistan, Saudi-Arabien und natürlich auch Syrien. Ja, das ist schade. Die Regierung genehmigte zwischen 2002 und 2013 Waffenexporte nach Syrien im Wert von über 13 Millionen Euro. Na gut, aber es konnte ja keiner ahnen, dass der Assad die Waffen auch benutzt. Das hatte der vorher bestimmt unterschrieben, nur für den privaten Gebrauch. Ja? Allein am 21. August 2013 wurden 1400 Menschen durch einen Giftgasangriff getötet. Deutschland hat bis 2 Jahre vor dem Angriff 137 Tonnen waffenfähige chemische Substanzen nach Syrien geliefert. Aber nur für den privaten Gebrauch. Ja. Also wenn ich das Dilemma kurz zusammenfassen darf. Ja? Die Saudis bekämpfen den Iran. Iran bekämpft die Saudis und den Westen. Der Westen und die Saudis bekämpfen Assad. Assad bekämpft IS. IS kämpft gegen Assad, den Westen, die Kurden. Und ihr schlechtes Image. Kurden kämpfen gegen IS, die Türken gegen die Kurden. Kurden und IS gegen die Türken und alle irgendwie gleichzeitig gegen die USA. Exakt. Und wir liefern die Waffen dazu. Ja, da kann man auch, wenn es beim Kindergeburtstag Streit gibt, einfach mal einen Messerblock in die Mitte stellen.